Das ist ja ein Mannschaftsabzeichen. Dazu besitzt du auch noch die Z-Kristalle. Norium Z und Beryllium Z. Du hast mit anderen Worten also sowohl Enimas Prüfung als auch die große Prüfung von Halla bestanden und erfolgreich abgeschlossen. Stimmt's? Mein Glückwunsch. Wenn ich mich vorstellen dürfte, mein Name ist Heinrich Eich. Ich bin Pokémon-Forscher und untersuche unter anderem die Herrscher-Pokémon in Alola. Fragst du dich nicht auch, warum Herrscher-Pokémon im Vergleich zu unseren herkömmlichen Artgenossen so auffallend groß sind und was es mit dieser besonderen Aura auf sich hat, die sie umgibt? Momentan noch nicht so wirklich. Ist das dein Ernst? Ist es gerade dein Ernst? Wenn du dir anhörst, was ich zu sagen habe, wirst du deine Meinung bestimmt ändern. Ich möchte, dass du bestimmte Sticker für mich sammelst, für die du dann im Gegenzug einen Pokémon erhältst, das einem Herrscher-Pokémon ähnelt. Deshalb werden deine Sticker auch Herrscher-Sticker genannt. Du kannst die hier und da in Alola finden. Ziehe sie einfach ab und sammle sie. Zeigst du mir 20 Herrscher-Sticker, erhältst du von mir ein Radikal. Radikal? Na dann, ja. Das kannst du auch behalten. Ich zähle auf dich, Zwergfee. Immerhin bist du der Trainer, dem Pokémon-Professor Kukri eigens sein Brotom anvertraut hat. Und vielleicht gibt es dann auch später irgendwie ein besseres Pokémon, nicht nur Radikal, sondern auch irgendwie für halt 30 Sticker schon ein Mancunio und für 100 Sticker dann vielleicht ein, was weiß ich, Pikachu. Brrrt. Der meldet sich wieder zu Wort, aber sagt nichts. Ich mach mich dann mal wieder auf den Kanteilstrand auf Akala. Schwing dich einfach auf ein Mantax und komm rüber gesurft, wenn du meine Hilfe brauchst. Aber gerne doch. Wir treffen dich in Akala. Wir sehen uns dort. Na dann, Big Wave Beach, hier geht's gleich aufs Mantax und dann surfen wir los nach Akala. Mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edlerdum zu einem neuen Part. Pokémon Ultra Mond mit dem Zwergenfürst. Sieht nicht sehr nach Mond aus. Ist ziemlich hell hier. Ja, wir werden heute, wie ihr schon auf diesem Schild hier seht, Mantax surfen. Ja, das Schild zeigt es doch in einem sehr ausdrücklichen Piktogramm. Ja, das werden wir heute machen. Hier, da seht ihr schon das Mantax in der Bucht. Bucht. Ihr wisst, was ich meine. Da ist auch schon Tali. Und da geht's los. Mantax-Training. Mantax-Surfing. Oh, seid ihr zwei etwa Freunde? Naja, kann man so nennen. Na. Ja, aber nicht nur das. Wir sind auch zusammen auf Inselwanderschaft. Und unser nächstes Ziel ist die Insel Akala. Oh, dann habt ihr also den alten Hanna besiegt. Ich bin mir sicher, Mantax wäre es eine Ehre, euch auf seinem Rücken tragen zu dürfen. Tali springt als erstes drauf, fällt gleich ins Wasser. Super! Und was müssen wir machen, um aufzusteigen? Sprich Mantax einfach an. Spreche Mantax an. Na dann. Wird gesurft oder was? Oh, das sieht. Das sieht schlimm aus. Nein, das sieht gefährlich aus. Ja. Wo, wie, was, da muss man doch irgendeine Absicherung haben, irgendwie. Das ist okay. Jetzt surfen wir hier auf diesem gefährlichen Brett. Ich bin erst ein Anfänger, ihr könnt mich doch noch nicht ohne Sicherung hier irgendwo draufstellen. Meine Güte.
Beim Antagssurfen gilt es, auf dem Weg zur Zielinsel so viele Kunststücke wie möglich hinzulegen. Okay. Lektion 1. Beschleunigen. Mantax schwimmt von selbst vorwärts. Hast du den höchsten Punkt? Der will erreicht, bewege das Schiebebett nach links. Mach mal. So schlecht ging das doch gar nicht. Hier rechts und links Steuerung. Hoch und zack. Achso, so wieder runter. Ah, okay. Halbwegs verstanden. Hoch und jetzt wieder runter. Volle Power. Hoch bis zur Spitze und runter, dann gibt's volle Power. Sollte, glaube ich, oben bleiben, oder? So, ja, nice. Und hoch. Ich glaube, so funktioniert's. Hoch und runter war die Anweisung. Ach so, ich muss halt hoch und runter schwimmen hier. Bam, so hier. Das sieht doch richtig aus. Das sieht richtig ganz, das sieht super aus. Genau so. Beschleunigung. Genau das will er von mir. Boah, hier der Feuerrahmen. Bam, 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 bam. Glückwunsch, du hast die Lektion 1 bestanden. Ja, das sah schon richtig aus. Wenn man Taxfahrt aufgenommen hat, erscheint um es herum orange farbene Luftströmungen. Beschleunigen wir mal wieder. Zack. Hui. Glückwunsch, du hast Lektion 2 bestanden. Nach Kunststück und Höhe der Welle fällt deine Punktzahl unterschiedlich aus. Behalte das bei den Springen im Hinterkopf. Mach mal. Ja. Testen wir es aus. Rechts, rechts, rechts. Na, Spitze. Ich ertrinke. Was? Okay. Rechts, rechts, rechts muss ich machen. Ja, Punktzahl 194. Passt doch. Okay. Komm mal, lieber links ausprobieren. Okay, das ist nicht ganz so gut, ich muss bei rechts bleiben. Alarmbissschraube heißt das. Rechts, rechts, rechts. Das sieht doch super aus. Oh, aber ich sinke weit unten. Ich muss vielleicht höher springen hier. Na komm, ich kann ganz hoch springen und rechts. Okay, nein. Ja, früh ist sich, was man einfach so verlernen will. Hopps, hopps, hopps. Ja. Scheint noch nicht wirklich das Wahre zu sein. Müssen wir wohl besser machen hier. Hoch, runter, was wir gelernt haben hier. Hoch, runter, ein bisschen Beschleunigung aufnehmen hier. Soll ja so sein hier. Bats. Bats, Beschleunigung, sagte ich. Beschleunigung. Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung. Bababats. Bababats. Und immer roter werden und Sprung. Zack, 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 zack. Oh, 800 Punkte. Da, das ist nice. Landebonus. Glückwunsch, du hast Lektion 3 bestanden. Ah, ich bin super. 900 Punkte habe ich sogar schon. Wow. Aber ein Highscore wird das bestimmt nicht. Gibt es bestimmt vierstellige Werte. So, Grundstücke wurden durchgeführt. Leuchtende Ring um Mantax und so weiter. Gibt es noch mehr Punkte? Ja, ist klar. So, was sollen wir jetzt machen? Lektion 4, Landung. Ist irgendwie auch war Mario und Sonic, wenn nur ein bisschen unterstehen ist. Glaube ich auch genauso. Da machst du irgendwie auch was mit Surfing und jedenfalls versinkst du da auch im Dreck, wenn du es falsch machst. So, Beschleunigung, Beschleunigung, noch mehr Beschleunigung, noch mehr Beschleunigung, noch mehr Beschleunigung, Hyperbeschleunigung. Wir wollen hier sehr hoch springen. So, orange. Mehr geht's glaube ich nicht. Und hoch, hoch da, hoch da. Und zack, 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 zack. Und so, perfekt. Dürfen wir nicht noch eine Schraube machen. Glückwunsch, Lektion 4 bestanden, sauber gelandet. Ja, so schwer ist das nicht. Glückwunsch, du hast alle Lektionen gemeistert. Du wirst ein waschechter Mantax-Surferin werden. Ein waschechter Mantax-Surferin, ja genau. So, 1600, woha. Ja, surfen wir jetzt nach Akala. Ja, machen wir das mal. Zack, Beschleunigung, Beschleunigung. Pokémon, nein, das ist Bojan. Nein, das ist Pokémon. Das sind diese Gift-Pokémon-Dingens. Hoffentlich geraten wir nicht in die Kämpfe mit denen. Bam, 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 volle Power. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und zack. Zack, 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 und zack, eine saubere Landung. Ja, nice. So, noch ein bisschen surfen. Wahrscheinlich gleich da zu sein.
Ja, ich hoffe, mein Bildschirm hat sich nicht verrutscht. Sieht alles noch super aus. Super im Sinne des Möglichen. Zack, 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 noch ein Kunststück hier. Ich sehe schon Akala dort im Rahmen. Nice. Über 1000 ist gut. So, noch ein Kunststück, kriegen wir noch ein Kunststück hin. Aber bitte nicht versauen. Das wäre schlecht, das würde ein schlechtes Bild ergeben. Und hoch, komm, volle Power. Zack, 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 komm, ich schaff 2000, ich schaff 2000, ich schaff 2000. Nice. Ah, ja, 2000 aber verrutscht. Untergegangen. Ertrunken. Oh, da ist schon Akala, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ich sehe die Zielgerade. Ja, sind wir drüber, oder? Ja, Akala, ich komme. Punkte, Normalbonus, Normalkurs. Ah, es gibt also auch noch einen Profikurs. Hm? Okay. Alabisch oben. Ja, gibt auch noch weitere Kunststücke. Kommen bestimmt auch noch oben und unten werden. Nicht nur links, links, links und rechts, rechts, rechts. Ja. Aber fürs Erste kann es doch nur gut gewesen sein. Ah, Kala. Ich hoffe, es sah nicht allzu schlimm aus. Wegen Kameraeinstellungen und so weiter. Bin öfters mal verrutscht. Kantai-Strand. Ein neuer Strand. Und Tali ist irgendwie mitgekommen. Keine Ahnung, wo der war. Aber irgendwie hat das wohl auch gemacht. Irgendwie hat er auch gesurft. Gut, Sasa, da wären wir. Hehe, der Professor hat das Wortspiel bestimmt geliebt. Ich bin so froh, dass wir ein Tierkanal erreicht haben. Mann, das ist echt eine Wucht. Ich frage mich, ob der Professor und Lee auch schon auf den See angekommen sind. Schlage vor, wir teilen uns auf und gehen sie suchen, Zwergfee. Machen wir das. Kommt der Endgegner. Bist du der Endgegner? Scheinst nicht der Endgegner zu sein. Das war ordentlich mit den... Das war ordentlich mit den 8261 Punkten. Hast du auf diesem Kurs einen persönlichen Highscore-Rekord aufgestellt. Nicht schlecht, die Menge feiert dich bereits. Hier, das hast du dir verdient. Du erhältst 2 Gischpunkte. Ja, das geht auch noch besser. Das ist eindeutig. Das 8000 klingt nicht nach sonderbar viel. Da geht auch noch 20.000, 30.000. Also mindestens. Ich hoffe, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Bei den Wellenreiterin. Achso. Wellenreiterin nennt er mich. Nennt er mich. Ich kann auch nicht mehr sprechen heute. Ist aber alles normal. Kennt er ja von mir. Wir sind auf einen Kanal angekommen. In Pokédex findest du jetzt eine neue Insel, Pokédex. Entdecke viele neue Pokémon. Der Rotom meldet sich auch mal wieder zu Wort. So, und jetzt sind wir hier an einer neuen Insel angekommen. An einem neuen Strand. Alola. Willkommen auf Akala. Die Natur auf dieser Insel ist einfach unbeschreiblich. Lei. Ach, das Pokémon haben wir doch schon kennengelernt im letzten Part. Hier, Highscore. Ach ja, Wellenkaiser mit 27.000 Punkten, habe ich doch gesagt. Ja. Geht also. Man kann 30.000 Punkte kriegen. Big E, 20.000. Platz 3 mit 15.000. Sorry, 50.000 wäre ein bisschen viel. Ja, und ich mit 8.000. Na, no, ist noch Luft nach oben. Ja, das kriegen wir noch hin. Auf der Weltrangliste sind wir noch nicht ganz oben angekommen. Ja, ich werde jetzt hier bestimmt nicht mit allen sprechen. Nein, muss nicht unbedingt sein. Aber mit ihm hier, er verkauft Surfbretter oder was. In meinen Pausen zwischen der Arbeit gehe ich immer montags surfen. Nein, warte, das klingt falsch. In meinen Pausen zwischen dem Montagssurfen arbeite ich als Page im Hotel Meeresrauschen. Ja, besser. Naja, obwohl, ich weiß nicht. Klingt das besser? Oh, sie ist auch eine Surferin. Aber hier erstmal ein Sprudel. Sprudel am Strand. Mann, Mann. Mann, Mann. Ich will nicht mit dir sprechen, Mann, Mann. Um Kunststücke hinzulegen, musst du dich gut mit Mantags verstehen. Ihr müsst ein Team sein. Wenn dir also ein tolles Kunststück gelingt, solltest du das mit einem Festmahl feiern. Ja, okay. Alles klar.
Noch 2 Gewinnpunkte. Krieg ich was dafür? Bestimmt nicht. Hallo, der Trainer. Willst du deine Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Ja, von mir aus. Ich glaube, wir müssen mal weiter hier. Zu Tali, der wartet da schon. Schnarch. So, der macht Schnarch. So ungefähr. Ein Guffa und Schnarch. Psst, schau mal, so viele Guffa auf einem Haufen. Die schlafen ganz friedlich. Ich würde sagen, wir wecken sie mal nicht auf. Doch, ich will da durch. Aufstehen, aufstehen. Das Tag, seht ihr es nicht? Es hell draußen. Ran. Kantai City. Okay. Jetzt kommt wieder ein Story-Tales, ein Story-Dings. Da kommt auch bestimmt gleich der Professor angewuselt. Doch schon. Wir waren früher da. Wir waren schon eine Weile hier. Zwergfee, Tali. Seid ihr, da seid ihr. Wie lief es beim Mantax-Surfen? Sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Das hört man gerne. So kann es ruhig auch mit eurer Inselmannschaft weitergehen. Mantax ist viel schneller als die Yacht, Professor. Wie kann das sein? Ich glaube, das liegt daran, dass die Yacht des Professors ihre besten Jahre hinter sich hat. Piu! Wie ich sehe, stehst du immer noch auf den Machomai-Look, Kukui? Na, das sind die doch wieder. Du hast mal erwähnt, dass du damit einen bleibenden Eindruck hinterlassen willst. Bei mir hat's funktioniert. Aber ob nun positiv oder negativ. Wölkchen, komm zurück in die Tasche. Kein Grund zur Sorge, Lee. Das sind liebe Leute. Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Mayla. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin Mahau, Kapitän aus der Einschaft. Auf dem Weg zum Hafen bin ich zufällig auf Mahau gestoßen. Hier, auf Akala kennt jeder meine Prüfung. Wenn sie das Beste aus seinen Zutaten herausholt. Die Stimme musste ich jetzt einfach so sprechen. Das würde mir noch leid tun, aber ja, muss einfach. Und die Zutaten sind in diesem Fall, ihr beiden, die Versprechen der Trainer kennen nicht sofort. Die spricht wirklich komisch. Mahau ist allerdings nicht der einzige Captain hier auf Akala. Was steht denn zuerst auf dem Plan? Na ja, das überlasse ich den Kindern, ist schließlich ihre erste Inselmannschaft. Da hast du wohl recht. Also gut, Kinder, ich wünsche euch und euren Pokémon eine tolle Zeit auf Akala. Ich freue mich schon auf unseren Pokémon-Kampf. Sie ist hier wohl der Inselkönig, die Inselkönigin. Ich warte auf euch. Komm! Achso, komm mal, hallo. Oh, gehen wir. Sie verabschiedet sich auch und geht. Ich sagte, sie geht. Okay. Der Professor hat noch was zu sagen, oder was? Nein, er starrt ihn hinterher und hat was zu sagen. Typisch Mayla. Sie würde nie zugeben, dass sie sich so genug mich macht, aber man kann sie nicht an der Nase herumführen. Wir können uns wirklich glücklich schätzen. Eine warmherzige Inselkönigin wie sie zu haben. Auf Akala gibt es insgesamt 3 Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die erste Prüfung sofort in Angriff nehmen wollt, geht am besten über Route 4. Direkt nach Ohana. Ihr wisst, in die Pokémon-Center suchen gehen. Was für Malasadas sie wohl hier haben? Ich denke, ich werde der Boutique einen Besuch abstatten. Und danach werde ich für Wölkchen so ein paar Nachforschungen zu den Ruinen anstellen. Ich guck mal kurz auf die Uhr und schau dann, wie es dann weitergeht.
schaut so aus, als hätten wir noch ein Sekündchen Zeit, um uns hier umzusehen. Hier haben wir die Fähre vom Professor, in der wir diesmal nicht geschwommen sind. War eigentlich sehr schön. Oh, ein Herrschersticker. Damit habe ich 10 Herrschersticker. Oha, okay. Ja, war eigentlich ein schönes Bild in Pokémon Sonne, aber ein zweites Mal muss das nicht sein, wenn man die Möglichkeit hat, Mantax zu surfen. Dann macht man das in Pokémon Ultramond. Ist schön, auch hier die Wahl gehabt zu haben. Man hätte auch die Fähre nehmen können, also ja. Also ich hätte es auf keinen Fall verpasst haben wollen. Also das Mantax surfen war wirklich einmalig. Also nein. Die Sachen kann man erst später kaufen. Jetzt erstmal nichts. Tipps für Trainer. Je nach Level des Gegners erhält ein Pokémon unterschiedlich viele Erfahrungspunkte. Wenn der eigene Level weit unter dem des Gegners liegt, erhält es mehr EP. Je höher das eigene Level über dem des Gegners liegt. Okay, ja, ist klar. So, was haben wir hier? Eine Einkaufsmeile oder was? Gehen wir mal rein hier. Oha, so ein Kuckloch. Die Meerjungfrau, Zwergenfee. Passt doch, sieht doch super aus. Fotoaufsteller. Ja, kann ich ein Foto machen? So sieht das aus. Danke für das Kompliment, ich hätte gerne ein Foto. Rotom, machst ein Foto? Nein, kein Foto. Schade. Hätte ich gerne behalten als Foto. Oh, okay, das Rotom blinkt. Ah, hier kann ich wieder rotomieren hier. Herzchen! Und hier gibt's was für mich. Gratuliere, du hast eine ganz fantastische Kraft gewonnen. Freundschaftsbonbon. Okay. Willkommen bei der Touristeninformation. Das Pokémon Resort ist eine der vielen Touristenattraktionen der Alola-Region. Der perfekte Ort, um deinen Pokémon auszuspannen. Ja, okay. Die Touri-Info, also, okay, ist klar. Und da geht's zum Strand. Scheint so, ja, da geht's zum Strand. Ist klar, okay. Was läuft bei dir? Welches Item man seinen Pokémon zum Tragen geben soll? Also den Z-Kristall, das ist immer gut. Beherrscht das ein Pokémon eine Attacke, die dem Typ des Z-Kristalls entspricht, kann es eine ganz umwerfende Z-Attacke einsetzen. Ja, ja. Kontextiver oder eins von Trainern gegründet, die viel in der Kalto-Region und Johto-Region herumgekommen sind. Danke, OP. Kommt es mir nur so vor? Oder bringen immer mehr Leute Pokémon aus Kanto mit nach Aula, oder? Das kommt dir nicht so vor, ich glaube, das ist wirklich so. Joa, ich sehe schon auf der unteren Karte, da geht es gleich weiter mit der Story. Ich scheue mich dann ein bisschen vor, da jetzt sofort reinzurennen. Speichere mal kurz. Können wir noch eine Sekunde im Festival Plaza vorbeigucken? Die kennen wir ja schon. Also so wirklich, ja, so wirklich erwähnenswert ist das nicht mehr. Kennen wir ja schon aus Pokémon Sonne, also müssen wir keinen ganzen Part draus machen. Willkommen auf dem Festival Plaza, ich bin's, Chris. Den werde ich auch nochmal anders sprechen. Da haben wir den nämlich nochmal in. Achtung, Spoiler, den haben wir in der Herausforderung auf der Insel. Oben auf dem Hokulani Sternwartenberg. Kennen wir den Text, das ist alt. Wer es lesen will, der schaut mal in das Pokémon Sonne Let's Play. Ich guck nur, was hier gerade neu geben soll. Ja, da kommen die Trainer, die für Leute da sind, die keine Freunde haben. Ja, genau raus. In dem Extra-Part von Pokémon Sonne. Ja, sieht doch alles gewohnt aus, ja. Sieht nicht sehr neu aus, ja. Kennen wir doch alles, kommt mir sehr bekannt vor. Auch die Hüftbogen hier, ja. Bekannt. Hör mal. Hallo da. Als ich gehört habe, dass hier ein Festival für Trainer veranstaltet wird, dachte ich mir, ich schaue einfach mal vorbei. Du bist für den Empfang zuständig, richtig? Dann weißt du bestimmt auch, was du zu tun hast, wenn du einen Besucher gebeten hast, oder? Ich bin für den Empfang verantwortlich. Habe ich mich da gerade freiwillig für gemeldet oder was? Ich spreche ihn an. Ja, könnte man so sagen. Sehe schon, du bist ein echter Profi. Ja, hast du ein kleines Dankeschön dafür, dass du dich so herzlich um mich kümmerst. 2 FM. Ja, damit kann ich mir bestimmt hier was kaufen im Festival Plaza. Ja.
Ach, du hast eine Frage. Dann sag mal. Wenn du auf einem Festivalplaza einen Besucher beginnst. Ah, ja. Ach, die Frage habe ich doch gerade beantwortet. Ja, okay, das sind die Geist, die halt irgendwie ja, für die Leute da sind, die keine Freunde haben. Also für mich. Da tauchen halt solche Koms auf und die, ja, die kannst du dann spielen. Alternativ kannst du auch mit deinen Freunden spielen, wenn du welche hast. Die Pokémon Ultramond und Pokémon Ultrasonne besitzen. Ja, dann würde ich mal sagen, schnell mal hier wieder zurück. So lange müssen wir hier nicht bleiben. Also, wen es interessiert, halt wie gesagt, Pokémon Sonne. Der Part wird nicht verlinkt. Kein Bock darauf, den zu suchen, aber ihr findet es schon. Es war ein extra Part, das hieß irgendwie sogar Festival Plaza. Also, war wirklich einen ganzen Part, habe ich mich hier drin aufgehalten. Also, ab dahin. So, wie komme ich hier wieder raus? Durch dich? Gute Arbeit. Wenn du Fragen oder wenn du die Fragen der Besucher beantwortest oder ihnen ihre Wünsche erfüllst, belohnen sie dich mit Festivalmünzen. Ach, FM-Festivalmünze, ah, ist klar. Kann ich wieder zurück? Ach, er erklärt mir die Losbude. Die Ballonbude. Ist alles klar, das sind dieselben Sachen, die ihr aus Pokémon Sonne kennt. Färbebude, da kann man scheinbar irgendwelche T-Shirts gestalten, habe ich leider auch in Pokémon Sonne nicht geschafft. Ja. Da kommt noch was hin. Ah, da kommen die ganzen Freunde hier. Ja, ich würde gern zurück. Darf ich das? Hilfe! Ich will zurück. Spiel, lass mich zurück. Ja gut, ich bin gefangen hier im Festival Plaza. Dann würde ich mal sagen, im nächsten Part geht es dann weiter von dem Fleck aus, wo ich aufgehört habe dort. Also vom dort, wo es weiterging mit der Story am Hafen. Ich versuche hier mal wieder rauszukommen. Also im Notfall breche ich ab, weil das ist dann halt nicht so schlimm. Dann habe ich halt mich halt an der Stelle, wo ich gespeichert habe. Ich habe ja gesagt, ich speichere, ich habe gespeichert. Ja, drückt mich nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, und ihr habt euch wohl. Haut drinne. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.